wieder Capcom. The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Hey, herzlich willkommen zum nächsten Teil. Oder, was heißt nächsten Teil? Ne? Zum nächsten Spiel und bei meinem Super Nintendo. Und zwar gehen wir erstmal direkt auf Options. Das hier ist ein anderes Spiel, was ich ehrlich gesagt sehr gern gespielt hatte. Was allerdings, finde ich, sogar schwieriger war als das Aladdin-Spiel. Deswegen, ich bin echt mal gespannt. Guck mal hier, man kann sogar hier Schwierigkeitsgrad ändern. Level leicht, normal und schwer. Das ist natürlich heftig. Wir machen es jetzt ganz einfach mal nur auf normal. Hier bin ich jetzt mal nicht so verrückt, denn man kann hier, glaube ich, auch nicht mittendrin abspeichern, glaube ich. Und ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Halten und schießen ist Y, okay. B ist springen, alles klar. Und A ist wechseln, gut, gut. Sound Stereo, wunderbar. Dann verlassen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen hier direkt einfach mal an. Zu, ja. The Magical Quest mit Mickey Mouse. Hey! Auf der Super Nintendo. Geht sogar zwei Spieler. Aber wir sind ja allein. Mickey und seine Freunde spielen Ball im Park. Aha. Hier kommt ein toller Ball, Mickey. Ouch. Hier geblieben, Pluto. Stopp. Keine Sorge, Mickey. Ich hol dir Pluto zurück. Deswegen geht er in die andere Richtung. Sorge? Der ist besorgt. Wenn Goofy sagt, er holt ihn, dann wird er ganz bestimmt höchstwahrscheinlich. Oh, Pluto! Hierher, Pluto! Wo bist du bloß? Junge! Junge! Ach, Mickey. Da haben wir die Welten. Und ich muss gerade mal meine Frau antworten. Einen Moment. So, da bin ich wieder und ich mache mich jetzt auch mal an. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Welten. Mal gucken, ob wir das schon schaffen. Welt Nummer 1. Stage 1. Wipfel. Oder Wipfel. Ich wollte eigentlich aufs Haus. Das weiß ich sogar noch. Es geht nämlich auch sogar aufs Haus. Es geht aufs Haus. Das gibt dann voll aus. Was? Hey. Ich wollte da drauf. Ja, vielleicht können wir auch von hier aus drauf. Gibt's doch nicht. Wenigstens wächst es alles immer wieder nach. Nein. Na, was machen wir? Ach komm. Egal. Gehen wir halt mal hier oben lang. Hallo, ich suche meinen Hund. Pluto. Haben Sie ihn gesehen?
Ja, dein Hund wurde auch gekidnappt von dem grausamen Herrscher dieser Welt, Imperator Carto Carlo. Er wird ihn nie wieder freilassen. Welch Wunder. Imperator Carto Carlo? Er wird einen bösen Fluch über Pluto verhängen. Wie er es mit all seinen Gefangenen macht. Ich warne dich. Seine mächtige Magie verleiht ihm ungeheure Kräfte. Versuche ja nicht, deinem Hund zu retten. Bring dich selbst in Sicherheit. Nein, Pluto ist mein Freund. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Sagen Sie mir, wo ich Imperator Carto Carlo finde. Wenn du darauf bestehst, folge den Statuen des Imperators, einer nach der anderen. Sie markieren den Weg zur Burg. Vielen Dank, bis bald. Ich werde magische Truhen im ganzen Land verteilen, nicht vereiteln. Sie werden dir helfen, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Viel Glück und hüte dich vor der Magie des Imperators. Kann ich wieder raus? Rennen geht gar nicht. Okay, wir kommen doch noch aufs Dach. Sehr schön. Haha, hier gibt's nämlich noch was. Das wusste ich doch von damals. Das ist cool. Ich habe ja noch zwei Herzen, sehe ich gerade. Und wo komme ich wieder raus? Aha! Aha! So geht das also. Ah, doch nicht gegen den. Ach Mensch, Mickey! Die Wolke nicht wieder. Ah. Scheiße. Das ist echt nicht leicht. Da kann mir einer sagen, was er will. Ach, guck mal, das geht hier sogar. Okay. Das war gut. Kurz davor zu sterben, das ist nicht so schön. Was soll denn das hier? Da macht er hinter mir einfach wieder auf. Spieler 1, fertig! Den quatschen müssen wir nicht nochmal mit dem Onkel. Okay, jetzt gehen wir aber doch nochmal ganz, ganz schnell hier rein. Wo mal so diese Punkte, die es hier gibt. Ich schmeiße noch Münzen runter. Sehr schön.
Ich weiß gerade gar nicht. Ich hätte vielleicht oben lang gehen sollen. Wie gesagt, das Spiel ist echt nicht so... Ach komm, greif doch dieses Vieh. Ich glaube, obenrum wäre natürlich praktisch, ja? Guck mal hier. Oh, zusätzlich Herzen. Sieh mal einen an. So, hier läuft auch wie bei Super Mario Zeit ab. Also müssen wir die Zeit so ein bisschen im Auge behalten. Erster Abschnitt geschafft. Jetzt mal bei 1.2. Ja, Riesentomate. Die sind wortwörtlich eine Maus. Ich würde mal sagen, das war nichts. Jetzt haben wir verloren. Wir kriegen keine neue Tomate, ne? Unfassbar. So, gucken wir mal, ob man hier oben irgendwie rankommt. Guck mal an, da ist eine Tomate. Du Scheißi! Oh. Noch eine Tomate? Oh. So, noch was Kleines Verstecktes hier oben. Herz? Da gibt es tatsächlich auch mal Herzen. Irgendwie habe ich schon aufgegeben, dass es hier Herzen gibt. Was haben wir denn hier? Wir können was kaufen. Sehr schön. Und tschüss. Ein Warenhaus. So was. Durch ins Wasser. Okay, schon der erste Endgegner. Achso, das tat mir nichts. Okay, gut. Wie oft muss man eigentlich da immer auf die Köpfe springen? Okay. Blöd ist, dass man kein Leben sieht von den Endgegnern. Hey! Wir haben es geschafft! Sehr schön! Ich glaube, das war's, ne?
Ah ne, 1 von 3 sind wir jetzt, okay. Oh Mann, kennt ihr das Spiel denn selber auch? Das würde mich mal interessieren, ob ihr das Spiel kennt. Vielleicht auch schon mal selber gespielt. Ach komm, muss davon nicht wahr sein. Mickey! Gibt's Leben? Man kann nicht mal Herzen auffüllen. Oh, hier kann man Herzen auffüllen. Ein böser Biber. Ich habe gedacht, man kann die Holzblöcke bewegen oder schwimmen lassen, je nachdem welche Richtung. Das sehen aus. Oh. Okay. Wo sind wir jetzt? Okay, 1 von 4. Okay. Ich hab schon gedacht, es gibt doch eigentlich einen ganz anderen Endboss in dem Level. Katakale Schlange. Grafikfehler? Hat aber auch noch Schaden verursacht, sehr schön. Oh, Glück gehabt. Ich war ja kurz davor zu sterben hier. Ich finde das Spiel echt schwierig. Tatsächlich schwieriger als das andere, also als das Aladdin. Yeah! Wipfel geschafft! Wunderbar! Level 1 geschafft in der Hinsicht. Puh. Wunderbar. Ein Traum. Dann würde ich sagen. Scheiße. Hab schon wieder einmal weitergedrückt. Oder nicht? Wir sind erstmal hier auf der Karte, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns beim nächsten Teil wieder beim Level 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's hier mit The Magical Quest starring Mickey Mouse. Mit mir von Let's Plays, genau. Von naja, Let's Plays als Hobby. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß auf YouTube und auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.